Und während meiner Zeit hier habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung und dann Mittagessen. Alex, oh mein Gott. Mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert? Ich habe etwas rausgefunden, das du hören musst. Tut mir leid. Was? Alex! Du bist verletzt. Brauchst du Hilfe? Wir können dir ein Krankenwagen... Typhon hat euch alle angelogen. Genau wie Jed Lucan. Alex, was ist los? Fick dich. Was ist passiert, verdammt? Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Jed Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jed hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Typhon wollte es geheim halten, um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Alles, was sie interessiert, ist, mehr Geld zu machen. Sie tun, was immer nötig ist, um diese Erweiterung durchzuboxen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jed wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Ja, genau. Diese Anschuldigungen sind... Sie sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja... offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja,
dein Leben weniger unfair wirken lässt. Fick dich, Alter. Ah, ohne Witz, ne? Wir haben die, wir geben hier Beweise. Und die macht weiter so. Oh, Alter, Junge. Das ist scheiß Teifenfirma. Ne? Die haben einfach begraben. Wie sollte man in Schutt und Asche legen, in Schutt und Asche sprengen? Du weißt genau, dass es für die Vertuschung Beweise gibt. Dann hast du mich von Pike verhaften lassen, damit es nicht rauskommt. Officer Pike hat dich für den Diebstahl von Gegenständen aus meiner Tasche verhaftet. Vielleicht hast du ja nach Beweisen gesucht. Und sie gefunden. Deshalb haben du und Jet versucht, mein Schweigen zu erzwingen. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Du hast versucht, mich umzubringen. Wie kannst du da stehen und solche Sachen sagen? Alex? Du bist ein Monster. Bitte. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich. Ich möchte gerne etwas sagen. Ich kenne Jet schon sehr, sehr lange. Und, Miss Chen, Alex, ich merke, dass ich dich vielleicht nicht so gut kenne, wie ich dachte. Wir müssen natürlich Rücksicht nehmen in Anbetracht deiner Verletzungen und der daraus resultierenden Verwirrung. Trotzdem macht es mich traurig, deine furchtbaren und unglaublichen Anschuldigungen gegen meinen Freund zu hören. Ducky, das reicht. Lass dir von ihm bitte nichts einreden. Niemand hier hält dich für einen schlechten Menschen. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Man braucht Mut, jemanden um Hilfe zu bitten. Aber am Ende ist es immer besser. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Charlotte? Nein, lass mich. Ich will nichts mehr davon hören. Was ist mit Gabe? Was hast du denn vor? Typhon fertig zu machen? Das bringt ihn nicht zurück. Alles geht den Bach runter, wenn du damit zu tun hast. Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und jetzt stimmt mit mir was nicht. Ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Ist gut, Alex. Ich mach das. Oh, verdammte Scheiße. Ich habe einen USB-Stick voller Aufnahmen. Ja. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ihre Vorgesetzten haben den Fall abgeschlossen. Niemand hat hier Zeit für Verschwörungen. Ja. Du versuchst, dich wieder rauszuwinden, ne? Ich kenne deine Spielchen. Ich weiß, was... Fordere mich nicht heraus, Jason.
Weißt du was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht vor dir, nicht vor Typhon. Okay, das reicht. Die Pike, haben Sie ein persönliches Problem mit mir? Darauf kannst du einen lassen. Jason! Nun, angesichts dessen, dass Ihr Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit emotional beeinträchtigt ist, sollten Sie sich vielleicht... Oh, lass den Scheiß! Wenn du glaubst, dass du mir den Mund verbieten kannst... Jason, ich denke, du beruhigst dich besser. Ich würde gerne erneut etwas sagen. Es beunruhigt mich, dass ein abstimmendes Mitglied dieses Rats eine persönliche Voreingenommenheit zugegeben hat, welche... Das ist absoluter Bullshit. Das glaube ich nicht. Das ist lächerlich. Wir alle handeln vorstellen. Du glaubst mir. Worum geht oder? Ich bin nicht mehr dein Scheißschoß. Ich bin nicht verantwortlich für den Frust, den Sie bezüglich Ihrer Karriere... Wieso tust du das? Richtig und falsch. Ich bin erstaunt, dass Sie Ihre persönlichen Angelegenheiten... Mein Dad ist kein Mörder. Hattest du Angst, dass Typhon davonkommt? Suchst du deshalb einen Sündenbock? Was? Ich dachte, wir stehen das gemeinsam durch. Für Gabe. Was? Und mich. Ich dachte, dass du mich magst. Ryan. Nein. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ryan, was soll das? Ja, er ist dein Vater, aber sieh sie dir an. Warum sollte sie sich das ausdenken? Das geht zu weit. Alex ist fast gestorben. Das ist nicht wahr. Fick dich, Ryan! Nach all dem, was war? Echt jetzt! Fick dich! Hör auf. Was? Dass Ryan nicht zu uns hält, wundert mich. Ich hab mich getäuscht in ihm. Ich weiß, warum du mich umbringen wolltest. Es ist nicht, was du versuchst, dir einzureden. Dass es für Haven das Beste sei. Es ging dir nie um Haven, nicht wahr? Es ging nur um dich. Ich weiß, es ist leichter, nicht über die Männer nachzudenken, die du begraben hast. Du willst wegsehen und so tun, als wären die Menschen, denen du wehgetan hast, nicht real. Aber das ist vorbei. Mein Vater hat für dich gearbeitet. Sein Name war John. Die Welt gab ihm nie etwas umsonst. Er kämpfte, um am Leben zu bleiben. Er kämpfte für uns. Vielleicht war er kurz davor zu gewinnen. Aber du hast ihn getötet. Und dann Gabe, meinen großen Bruder. Er baute sich hier eine Familie auf seine eigene Art, und bekam sein Leben langsam auf die Reihe. Es hat ihn so nervös gemacht, und er hat sich so gefreut. Er brachte mich hierher, um es mit mir zu teilen. Aber er ist tot. Wegen dir. Und hier bin ich. So viele Jahre lang wollte ich nur überleben. Und es einfach durchstehen. Haven hat mich verändert. Ich begann, über die Zukunft nachzudenken. Ich will Menschen helfen, weil es etwas ist, in dem ich gut bin. Zu wissen, dass man etwas kann, fühlt sich verdammt gut an. Und du wolltest mich umbringen. Du hättest mein Leben beendet, nur um der Wahrheit zu entkommen. Thank you.
hast es verdrängt. Nicht wahr? Du hast es mit einer anderen Geschichte überschrieben. Du sagst dir selbst, du bist ein Held. Ein starker Anführer. Manchmal bedeutet das, schwierige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dazu führen, dass Menschen sterben. Nicht viele kennen das. Haven hat Glück, dich zu haben. Aber das ist eine Lüge. Wenn wir tiefer blicken, was sehen wir dann? Vor 11 Jahren hast du eine Gruppe Männer in ihren Tod geführt. Und du konntest diese Worte nicht mal laut sagen, weil du ein Feigling bist. Du konntest dir nicht vorstellen, es deiner Frau zu sagen. Oder es vor deinem Sohn zu sagen. Jeden Tag warst du mutig genug, unter Tage dem Tod in die Augen zu sehen. Doch du konntest nicht die Courage aufbringen, einen Fehler zuzugeben. Ich kann spüren, wie du dein Innerstes verschließt. Tu das nicht. Die Wahrheit tut weh. Manchmal sogar so sehr, dass du glaubst, du würdest daran zerbrechen. Doch wenn du die andere Seite erreichst, bist du wieder frei und lebendig und wieder ganz. Dann weißt du endlich, wie stark du wirklich bist. Ich sehe die Wahrheit über dich. Du hast dich selbst. Du hast, was du in der Vergangenheit getan hast. Du hast, was du tun musstest, um es geheim zu halten. Und je mehr du den Hass verleugnest, desto schlimmer wird er. Ich weiß, wer du bist. Ich habe deine dunkelsten Winkel gesehen. Soll ich ihm vergeben oder ihn verachten? Kann man so Menschen vergeben? Ich verachte dich. Aber ich vergebe dir. Das sind die beiden Worte. Verachten oder vergeben? Einerseits irgendwo ist er ja ein guter, also er ist kein guter Mensch, aber er hat da 7 Menschen getötet oder sterben lassen, weil er abgehauen ist oder einen Fehler gemacht hat. Er hat nicht 7 aktiv, das ist ja ein Fehler. Und um den Fehler zu vertuschen, wollte er uns töten. Auf der anderen Seite hat er uns eine Wohnung gegeben, hat uns die Miete erlassen die ganze Zeit, hat uns einen Job besorgt, wir hatten spaßige Zeiten. Ich vergebe ihm. Verachten hat keinen Sinn. Doch ich vergebe dir. Hilfe! Hilfe!
Jetzt bist du im Arsch, Jed.